Die Welt im Ausnahmezustand. Mit der Ausbreitung des Coronavirus erleben wir eine nie dagewesene Situation. Tägliche Routinen ändern sich, Volkswirtschaften müssen den gleichzeitigen Einbruch von Angebot und Nachfrage verkraften. Die Produktion stoppt, Unternehmen stellen auf Kurzarbeit um, Finanzmärkte reagieren sensibel. Während die Rezession droht, diskutiert die Politik bereits über den Neustart. Was macht die Politik? Und dann aber auch, was sind die nächsten Schritte? Worauf müssen wir uns einstellen? Was kommt auf uns zu? Dies war Thema des Online-Events #ZEWLive, bei dem das ZEW Mannheim seine Veranstaltungsreihe Wirtschaftspolitik aus erster Hand zum ersten Mal digital aufstellte. Wir haben eine Diskussion geführt mit einer Moderatorin, die zugeschaltet war. Und jeder, der wollte, konnte sich aus dem Internet sozusagen von zu Hause aus bei uns einschalten und auch mitdiskutieren. Bei der ersten Veranstaltung am 15. April 2020 zum Thema Corona, die deutsche Ökonomie unter Druck, nutzten rund 300 Gäste die Chatfunktion und warfen ihre Fragen in den digitalen Raum. Dabei spielten sich mit ZEW-Präsident Professor Achim Wambach und Dr. Ralf Krieger ökonomische Forschung und unternehmerische Praxis gegenseitig die Bälle zu. Ich glaube, wir haben auf der einen Seite die Sicht von Großunternehmen hier mit eingebracht, aber auch unser, sage ich mal, Mittelstandsbezug, den wir in vielen Bereichen haben, haben wir hier einbringen können. Praktische Erfahrungen, die wir sehen und auch vielleicht auch den globalen Blick auf die Situation. So kann Austausch in Zeiten des Social Distancing aussehen. Experten debattieren unter kundiger Moderation. Das Publikum ist eingeladen, Fragen einzubringen. Rein virtueller Austausch, kompakt in 60 Minuten um die Mittagszeit. Wir haben sehr gute Fragen bekommen. Wir hatten eine tolle Moderatorin, die das auch gut die Fäden zusammengehalten hat. Also ich glaube, das ist eine spannende Form, auch diese Diskussion zu führen. Ich glaube auch, dass wir das weiterführen werden. Dass die Nachfrage nach einem derartigen Digitalformat da ist, zeigt die Resonanz. Ja, sehr gut. Es war gut organisiert und ich glaube, das ist auch das richtige Format für die Zukunft, dass man das immer wieder mal einstreut. Ich glaube, das hat insgesamt auch den Zuhörern viel gebracht.